Herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast hier live aus Berlin. Ganz herzliche Grüße aus dem Grünen Fraktionssaal. Wir diskutieren ja intensiv in der Hauptstadt über Hartz IV und die unsägliche Debatte, die Westerwelle losgetreten hat, in sehr spät dekadenter Weise, wie ich finde. Man muss sehr, sehr deutlich sagen, das Bundesverfassungsgerichtsurteil hat jetzt gesagt, wir sollen für Transparenz schaffen. Die Politik muss Konsequenzen ziehen, um eine Existenzsicherung wirklich zu gewährleisten. Und hier Armut auch von Kindern insbesondere zu bekämpfen, die Regelsätze neu berechnen, das ist jetzt das Gebot der Stunde. Und mir geht es um soziale Gerechtigkeit und wir müssen Schluss machen mit dieser sozialen Spalterei, die Westerwelle betreibt und die Armen gegen die Ärmsten aufzuhetzen. Das, liebe Freundinnen und Freunde, darf auf keinen Fall so weitergehen. Wichtig ist dabei, wenn Westerwelle sagt, das Lohnabstandsgebot ist jetzt die entscheidende Kampfeslinie, muss man erstmal sagen, das wird in der Regel eingehalten. Und wenn nicht, gibt es zwei Konsequenzen, die man ziehen kann. Erstens, die ALG-2-Regelsätze abzusenken. Das wäre eine Katastrophe für die Empfängerinnen und Empfänger. Davon kann man nur die Finger lassen. Oder zweitens, das fordern wir, ganz klar sagen, CDU und FDP müssen jetzt endlich den Weg freimachen für gesetzliche Mindestlöhne. Dafür, dass Geringverdiener von Abgaben befreit und entlastet werden nach dem grünen Progressivmodell oder dass man jetzt ernst macht, endlich mit einer Bildungsoffensive in diesem Land, dass man vererbte Armut durchbricht, indem man gleiche Chancen für alle schafft zum Aufstieg durch Bildung. Darum muss man sich jetzt kümmern und Schluss machen mit dieser populistischen und zynistischen Debatte. Im Übrigen, diejenigen, die arbeitslos sind, die wollen arbeiten. Und deshalb muss es Aufgabe von CDU und FDP sein, zu klären, wie man jetzt 5 Millionen fehlende Vollzeitjobs in Deutschland schafft. Darum sollen die sich um Gottes Willen und endlich kümmern und nicht auf Arbeitslosen und ALG-2-Empfängern rumhacken. Das ist genau der falsche Weg. Und darum werden wir die FDP und die CDU jetzt weiter treiben, hier für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Und wer noch mehr dumme Sprüche von Westerwelle lesen will und vor allem unsere Argumente dagegen, kann nochmal auf der grünen Website vorbeisurfen, wo wir das sehr sachlich auseinandernehmen, was er spätdekadent da durch die Gegend posaunt. Viele Grüße aus Berlin und bis zum nächsten Mal.